Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Schlertholz-Vlog. Wir sind zurück zu dritt, Leute. Nach 2 Jahren sind wir wieder vereint, beziehungsweise wir waren da zwischenzeitlich auch schon mal vereint, so, aber jetzt final. Alicia ist zurück aus New York. Yes! Ja, ich habe mich dazu entschieden, früher zurückzukommen, weil es einfach hier besser Corona, ist. Corona, Leute. Der Flughafen war schon schlimm genug, deswegen. Ich bin froh, auch an sich, ihr wisst ja, wie die Situation in New York ist. Also, Da ist wirklich over the top und deswegen. Jetzt sind wir wieder zurück und heute starten wir nämlich einen kleinen Ausflug. Unseren ersten kleinen Ausflug. Genau, Leute. Und zwar geht's in die fränkische Schweiz. Das klingt so wandern. Davor gehen wir jetzt gleich noch in den Biomarkt, kaufen ein paar Snacks ein und dann noch in den kleinen Sozialkaufhaus. Und dann fahren wir halt hin und dann gehen wir ein bisschen wandern, Leute. Wir wissen müssen halt die Natur nicht, genießen. Ja, wir wissen nicht, was offen hat. Wir wissen nicht, was offen hat, weil zum Beispiel, Leute, ob Tripod überhaupt irgendwas geht oder Minigolf oder was man auch aber machen kann. Das wäre das einfach viel zu gut, um gar nichts zu machen, nur zu Hause zu bleiben. Deswegen machen wir jetzt einfach sowas Kleines. Ja. Leute, wir waren jetzt gerade drin, haben unsere Sachen gekauft. Wir zeigen euch gleich einen Haul. So Leute, jetzt kommt ein kleiner Food Haul von den Food Bloggers. Und zwar, Leute, ein Rosmarinbrötchen. Ein veganes Butterhörnchen. Aber irgendwie war es ein bisschen zwielig, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ne? Weil da waren mehrere Hörnchen und ich weiß nicht, ob die Verkäuferin so kompetent war. Und ich weiß, ich bin Fresser. Aber es muss ja den ganzen Tag reichen. Eine Pitcherschnecke. Und dann, Leute, noch ein paar nette Cookies. Und ein kleiner Kaffee, Leute, haben wir uns auch schon reingepfiffen. Das war jetzt mein Food, Leute, ihr müsst euer Essen nicht zeigen. Ich bringe hier in den Videos jetzt den Food-Content. Leute, da gehen wir jetzt rein in den Backmas. So, Leute, wir sind jetzt hier auf der Suche nach ein paar Klamotten. Gerade sieht es eher möbelig aus. Aber... Ach, die ohne die weißen Stühle, wow. Es gibt Klamotten. Wundervoll, hier. Let's go. Leute, das ist meine erste Klamottenerrungenschaft. Sieht schon krass omihaft aus, Leute. Aber man kann es hier so ein bisschen taillieren. Und ich fand es immer süß. Ich habe es angezogen und habe mich irgendwie verliebt. Deswegen nehme ich hier die Omi Ranch mal mit. Ich kann die Farbe gar nicht definieren. So ein grau-weiß. Ich glaube, dann habe ich doch die Ranch gefunden. So ein kleines, süßes, babyblaues Top. Könnte auch bei Brandy Mabel hängen. Und die Ranch gönne ich mir auch. Leute, ich habe die nächste Kiste gefunden, so eine kleine Mittelalter-Ranch. Die Mittelalter-Marie. In der Mitte finde ich es ugly, aber ich finde den Arm so schön, Leute. Guck mal hier, das ist so gebunden. I love it. Wenn es in der Mitte noch nicht so bärstig wäre. So, Leute, unsere Sachen, die uns gefallen sind, habe ich hier ein Buch, ein Gedichtebuch. Das Cover ist jetzt nicht Hammer, aber ich fand, als ich aufgeschlagen habe, sah es eigentlich ganz lit aus. Dann habe ich so ein random Oberteil zum Drunterziehen von T-Shirts. Babyblau. Und dann habe ich so einen Top gefunden. Die Farbe ist nicht so meins, aber der Schnitt ist geil. Ich krieg's nicht auf, hilft mir doch. So, ich finde den Schnitt Hammer. Also so rot. Schnitt und dann und hinten ne? ist einfach das hier. Wow, schon geil. So cute, ja. Mehr habe ich gefunden eigentlich. Obwohl es echt gute Sachen gab. Ich habe hier 3 Bücher. Ich bin Ingrid Noll-Fan, deswegen 2 Ingrid Noll-Bücher und eine Andy Warhol-Biografie. Oh, die geil, die sieht so cool aus. Sieht so schön aus. Ja. Dann habe ich hier einmal, ich weiß noch nicht, was ich damit anfange. Das ist die eigentlich Bluse, gar nicht Leute. Ich, aber ich finde es irgendwie die Ärmel-Turn. Ich finde die Ärmel so schön. Mich ja nicht nur Stoff überzeugt. Ich finde, es sieht so edel die aus. Farbe so cool. Ich weiß nicht, was ich, vielleicht, weiß nicht, vielleicht werde ich es niemals anziehen, aber. Ich finde es gold. Ja. Jetzt kommen wir uns vor. Noch einmal hier, Mone. Das hat Simone gefunden. Die Mona angedreht. Und zwar so ein Tanktop, Leute, wie man das nennt. Das finde ich hammer, Lisa. Das ist eine absolute 2000er Ranch. Die Mone dreht immer die Klamotten an. Ja, ach ne. Ja, Lisa geht mit den Büchern und die Mone guckt die Klamotten an. Und ich mache hier das an. Ja. Alright. So, Leute, wir sind jetzt am Drehboot völlig angekommen. Wir haben uns eine pinke Ende ausgesucht. Die Kinder sind am Arbeiten. Und jetzt dachten wir uns, wir fahren einfach auf in dem Meer, ins Mittelmeer. Und lass uns einfach treiben und von der Sonne bestrahlen. Und Leute, wie gefällt's euch? Es ist schau toll! So, Leute, Hammerwetter, überall sind die kleinen Entchen, die hier rumschwimmen. Und wir sind ja auch auf einer großen Ente. Wir sind so richtig abgedriftet und müssen jetzt gleich zurückpaddeln. Ja, da hinten hin. Schneller, Leute, schneller! Strengt euch an! So, Leute, wir fahren jetzt die ganze Zeit ein bisschen rum und da haben wir jetzt hier mal gehalten. Hier gibt es einfach so, Gott, ist das überlichtet? Ich glaube, ihr seht gar nichts, warte. Ja, Leute, ich glaube, jetzt sieht man es besser. Und zwar sind da so rosa Heuballen so abgepackt und die sind irgendwie süß aus in der Landschaft, wie sie hier drin stehen, die kleinen Container. Aber jetzt suchen wir wahrscheinlich irgendwie so einen Fluss oder so, wo wir uns niederlassen können, ein bisschen uns bräunen können, weil wir wollen ja
Wir wollen heute Abend den Sonnenuntergang anschauen auf dem Walber. Ich kann schon richtig aussprechen, Leute. Vom Walberla, Walberla. Den Mount Everest. Den Mount Everest. Ja, und den wollen wir dann erklimmen, aber erst so gegen Abend. Deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen. Aber ja, Leute, wir haben so Decken dabei. Es wird heute Abend richtig schön. Wir hoffen auch, dass es einen schönen Sonnenuntergang geben wird. Aber wir hoffen, die Leute. Die Kühe mir gerade so doof. Ich habe so keine Kühe mehr gesehen. I'm not even kidding. No. Leute, wir machen jetzt gerade einen kleinen Zwischenstopp. Das ist die... Ja. Die was? Die... Oh mein Gott, wie klein und süß. Und ich bin vor, du heiratest dir, das sind so drei Bänke. Angelkapelle von 2007. Angelkapelle, okay, krass. Aber stell dir vor, man würde hier heiraten, da passen so drei Leute rein. Aber cute. Welcome to the crab. Nein. Ich find's so cute. Und hier, wie schön die Idylle einfach. I like. Oh mein Gott, der Baum, Leute, was ist hier drin? In dem Loch, was kannst du da bunkern? Crazy. Leute, wir erklimmen gerade den Mount Everest. Das ist einfach nur Bigelhard. Wir haben eingekauft noch ein paar Sachen, so ein bisschen was zum Trinken. Jetzt haben wir noch unsere ganzen Trinken. Und ein bisschen Decken und so dabei. Jetzt erklimmen wir noch. Wie viel Uhr haben wir, Leute, gerade so? I don't know. 18 Uhr, Sonne geht in 3 Stunden und das heißt, ihr habt oben noch genug Zeit, einfach nur innezuhalten, Leute. Wir atmen. Leute, wir laufen seit 2 Minuten, das müsst ihr auch mal wissen. Aber es ist ein steiler Berg, Leute, es ist ein steiler Berg. It's the climb! It's got him climb. So, Leute, wir sind jetzt hochgelaufen und zwar war es halt die Pilgerung, wie wir schon euch gezeigt haben, aber es ist so bärstig kalt. Ich sterbe. Und es wird schon so wolkig, versteht ihr, Leute? Also irgendwie nicht so gut, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Und Malisa hat sich jetzt schon, hat mir ihren Pulli gegeben, weil ich so Schweine gefroren habe. Jetzt hat sie sich ihre Jogginghose wie so ein Bolero raufgeschmissen. Leute, es ist absolut. Und dann hat sie noch so ein Tuch drauf, das, was ich heute mitgebracht habe. So, keine Ahnung, Leute, wir versuchen uns irgendwie zu wärmen, aber ich glaube, wir schaffen es nicht bis zum Sonnenuntergang. Never. Sonne ist auch so bewölkt, das wird eh keine geile Aussicht sein. Ja, und irgendwie, es gehen auch schon alle Leute nach Hause, ich glaube, keiner hält es mir hier länger aus, so. Deswegen, das ist der ganze Plan, wir haben noch so viel Dreschereien und ja, Trinkerei. Und nein, kriegen wir einfach nicht weg, Leute, aber naja, mal gucken, was wir jetzt hier noch machen. Wir sind jetzt wieder im Auto, Leute, wie ihr seht, die Sonne scheint noch, das heißt, wir haben uns schon vorher... Wir sind auch zu früh hochgegangen und haben dann die Kälte nicht ausgehalten und jetzt stand die Sonne halt immer noch und es hat wieder keine Ahnung, wie das ist. Es ist aufgebrochen so, aber es war trotzdem schweinend kalt. Aber Leute, es ist ja nicht unser letzter Sonnengang in diesem Leben. Es war trotzdem ein toller Tag. Wir werfen jetzt die Alicia raus und dann fahren wir nach Hause. Wie hat euch der Tag gefallen, Leute? Kurz und knackig. Oh man, super toll. Es war irgendwie zwar random, es ging vor wie 3 Sekunden irgendwie. Wir haben halt nicht so krass geplant, sondern es haben alle spontan gemacht. Ja. Aber ja, Leute. So, Leute, jetzt ist der neue Tag angebrochen und zwar ist heute Donnerstag. Wir haben gestern nicht gefilmt, war halt nichts Spannendes und zwar heute, gestern, Leute. Gestern am Tag, gestern ist eigentlich gar nichts passiert. Ja, genau. Wir filmen halt immer nur, wenn irgendwas passiert. Und zwar heute, Leute, gehen wir nach Bamberg. Ja, wir tun quasi unsere Umgebung so ein bisschen abklappern und gucken, was es da für Hotspots gibt. Weil meistens verreist man immer irgendwo hin und kennt eigentlich seine eigene Umgebung gar nicht, was es da für nice Sachen gibt, Leute. Und zwar wird heute so ein richtiger Food Day. Heute ist freier Tag, aber unser Vati ist ja eh mit seinen Jungs unterwegs. Mit Abstand, Leute. Mit Radeln halt und so. Ja, genau. Deswegen machen wir uns einen netten, schönen Tag und zwar geht es ja nach Bamberg, wie gesagt, und machen halt einen relaxen Food Day mit Picknick auch so ein bisschen, weil man kann ja meistens noch nicht so richtig rein in die Cafés und wahrscheinlich ist auch alles überfüllt, deswegen haben wir auch nicht reserviert. Genau, das steht jetzt so an. Jetzt warten wir gerade noch auf eine Freundin, die uns mitnimmt mit ihrer Kiste und dann fahren wir los. So, wir sitzen jetzt im Park und zwar haben wir jetzt unser Essen geholt und zwar Marie hat sich mehr informiert. Genau, Leute, wir haben Döner geholt. Vegan-Döner und dann gibt es hier noch so eine Ranch, eine Barbecue-Ranch. So eine Gruppengrillbox. Genau. Ja, Juli ist auch dabei und drei andere Schwestern. Voll lecker. Schmeckt Hammer. Ich bin absolut bereit. Dann trinken wir noch unsere Bionade hier und genießen noch das Sommerwetter, Leute. Das ist gerade echt gut. Richtig geil. Nur weil Entchen und ein kleiner Schnee und ein Flusch. Hammer. So, Leute, mittlerweile sind wir umgezogen, weil es im Schatten dann doch ein bisschen kalt war. Und jetzt sitzen wir hier in der Sonne und sind auch wieder dreimal umgezogen, weil wir immer im Ameisenhaufen saßen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Karten, Leute. Die typischen traditionellen bayerischen Kartenspiele. Hammer. Genau. Körper passt geil. Ich
sehen. Und er flieht ab das ganze Jahr, wo immer du auch bist. Ich steck einen Brief in deinen Küssen. Ich versteck mich hinterm Sound und alles fluchen. Wieder hin und ich heb dich wieder raus. So Leute, Location-Wechsel. Es ist immer noch der gleiche Tag. Und zwar sind wir jetzt gerade nach Hause gekommen und als Alisa zurückgekommen ist und das erste Mal bei uns war quasi, da haben wir so eine süße Lagune entdeckt. Und die war so schön und an dem Tag habe ich aber nicht funktioniert. Deswegen. Ich hatte meine analoge Kamera, hat auch keinen Film, aber jetzt habe ich einen reingebaut, ja. Weil das ist einfach nur, wow Leute, Marie, switch mal. Leute, ich switch jetzt mal, weil das ist so schön, Leute. Das ist wie so ein geheimer Ort. Das ist für mich wie Therapeutia für die Leute, die den Film kennen. Schön als Therapeutia. Leute, schaut mal hin, ich hoffe, die Kamera kann es einfangen. Einfach Blumen wie im Wald. In das ist hier ist die Straße, da drüben ist gleich die Hauptstraße und hier geht so ein kleiner Weg hier rein und wow Leute, ich habe sowas Schönes noch nie gesehen. Das ist eines der schönsten Orte. Und deswegen dachte ich, ich will hier nochmal herkommen. Das ist aber so magical, fühlt sich wie so ein Fairy Tale. Ja, man fühlt sich wie so eine Elfe, deswegen habe ich auch so einen Dunkelkranz draufgeschnallt. Also Marie will jetzt shooten so, deswegen. Genau, Leute. Und jetzt zeige ich euch noch hier, das haben wir gerade auch entdeckt, das ist uns letztes Mal gar nicht aufgefallen. Hier ist so ein Teufelsschlund. Da war bestimmt mal so ein Keller, ey. Oh mein Gott, das ist creepy as fuck. Genau, und jetzt machen wir ein paar Bilder und genießen die Atmosphäre. So Leute, nach 3 Stunden Bilder machen hat Marie es auch endlich mal geschafft. Und natürlich hat sie ihren Blumenkranz verloren in der Blumenherde, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen suchen. Und den können wir nicht einfach liegen lassen. Ich finde den halt einfach nicht. Leute, also seriously, in der Kamera kommt es halt krass rüber, Leute. Die Baumfront, dann hier der Lichteinfall. Das ist schön, so, ich wusste nicht, dass es auf der Welt existiert. Ich glaube, das ist der schönste Ort bei uns hier in Bayern. So, wir sind jetzt eigentlich abgeschminkt in den hässlichsten Klamotten wieder, Leute. Und zwar geht jetzt GNTM das Finale gleich los. Mhm. Wir essen unser Fake Ben & Jerry's Eis. Trinken Club Mate und wir freuen uns schon, aber es ist halt die letzte Folge und ich finde das Finale meistens nie spannend. Vor allem, das ist ja auch diesmal nicht in der Arena wegen Corona. Ja, ich bin damals, gespannt, wie die es ranchen wollen. Das ist wie damals bei der Bombendrohung, da wo, glaube ich, Anutida und... Wer war das? Ist keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, es wird anders sein, Leute. Genau. Aber da ja eh keine Kandidatin mehr dabei ist, die uns irgendwie juckt, wird es wahrscheinlich einfach nur mal wieder einmal nur zugeguckt und es... Nicht mit Fiebern. Wir haben es ja prophezeit, Leute. Also wir wollten ja, dass Anastasia gewinnt, aber wir wussten, dass sie nicht ins Finale kommen, weil wir eben reden und wie ihre eigenen Freunde sie noch in die Pfanne gehauen haben und sie dann rausgefallen ist. Hey, Leute, wir fühlen mit, wenn ihr... Ja, und Tamara, Leute, waren wir dann als... war auch ein Favorit. Wir waren spärlich schockiert, dass sie rausgefallen ist. Deswegen ist im Finale keiner dabei, dann ist es richtig krass juckt. Aber jeder gibt einen Tipp ab. Ja, ich denke, es wird Jackie. Ich sage, es wird Sarah P., so eine neue Stephanie Giesinger-Vibe. Nee, ich glaube Jackie, Leute, ich glaube Jackie. Naja, wir sehen sie dann. So Leute, heute ist wieder ein neuer Tag und zwar ist eigentlich schon wieder abends, weil heute steht ein Event an, was wir noch nie vorher so gemacht haben und zwar Autokino, Leute. Bei uns in der Nähe hat jetzt ein Autokino aufgemacht und wir haben mal das Programm durchgeguckt und heute ist einigermaßen der beste Film, auch der uns interessieren könnte. Den haben Mona und ich zwar schon gesehen, aber... Den gucken wir gerne nochmal an und zwar heißt der Passenger und zwar mit Jennifer Lawrence. Und wenn Jennifer Lawrence auf der Leinwand ist, Leute, dann sind wir natürlich immer dabei. Und wir wussten halt nicht, wie unser Auto dafür ausgestattet ist, ob das geht, ob man das die ganze Zeit laufen lassen kann. Und zwar, Leute, haben wir natürlich hier eine kleine süße Kutsche hier. Dann habe ich irgendwann mal random bei Urban Outfitters bestellt, als das Sale war, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, die Farben, man sieht sich gerade voll scheiße. Radio, ne? Das ist ein Radio, genau. Das ist keine Handtasche, sondern ein Radio, Leute. Ich dachte mir dann halt, die Farben sahen halt auch anders aus. Eigentlich sah es eher so gelb-pink aus und jetzt ist es halt eher so pink-orange, aber ist das scheißegal. Auf jeden Fall haben wir den heute mal in Einsatz gebracht, Batterie reingetan und die Kiste funktioniert wirklich, Leute. Ich habe gerade mal nach Signal gesucht und ich fühle mich wie bei Stranger Things. Leute, hier, man fühlt sich wie bei Stranger Things, um erstmal den richtigen Kanal zu finden. So geil, Leute, Alter. Wie süß ist es, damit rumzulaufen und das halt ins Auto zu stellen und dann darüber den Sound zu empfangen. Und ich bin mehr als heiß. So Leute, wir stehen jetzt gerade schon hier in Nürnberg beim Burger King Parkplatz, weil die Freundin, die dabei ist, die möchte ich noch einen kleinen Snack holen. Simone ist jetzt da drüben im Auto, weil das Ding ist halt, man kann immer nur zu zweit im Auto sitzen. Außer halt, man hätte Kinder dabei, die unter 18 wären und das wäre halt nicht möglich. Die Marie ist viel zu nah hier hingefahren. Hier, Leute, guck mal, ich habe richtig eingeparkt. Wir sind eine Vollidiot. Aber ich wollte, dass wir alle ganz nah beieinander sitzen. Das tut mir so leid. Das war doch keine Absicht. Vor allem, Leute, ich bin hingefahren und es hat schon fast hier den Ding geschliffen. Das hat sich berührt. Die haben mich alle angeschrien oder waren schockiert. Und ich dachte, ich wäre da vorne auf den Bordstein gefahren oder sonstiges. Und dann haben sie da drauf gedeutet. Ich so, oh, ups. Komm in die neue Karre hier, ey. Ich komme nicht klar. Also, Leute, wir sitzen auf jeden Fall nebeneinander. Aber der Blickwinkel auf die Ranch ist nicht so hammer. Es ist noch okay. Es gäbe noch schlimmere Plätze. Wir sind halt wirklich erste Reihe. So ist geil. Aber wir wollten eigentlich frontal stehen. Auch wenn wir letzte Reihe wären. Hauptsache Blick frontal. Aber das ist mir so also leicht schräg. Heißt, wir kriegen eine kleine Nacken.
Vogelsperre, aber wir sind im Lander. Vor allem, es geht ja noch schlimmer. Da hinten geht es dann noch viel weiter hinter. Also man hätte dann wirklich so einen Winkel, aber... Genau, Leute. Ich muss jetzt mal gucken. Dass einfach irgendwo hinstellen darf. Das wird halt alles komplett eingehalten. Ja, das war mir klar, aber es müssen halt auch die Corona-Abstände eingehalten werden, das volle Programm so. So, Leute, ich suche jetzt das richtige Signal. Das Problem ist, dass hier sind nicht die milligenauen Angaben. Deswegen muss ich jetzt grob abschätzen. Das ist das Falsche. Wie kann ich die Dose werfen? Klar. Wow! Alter! Das ist richtig scheiße! Ich finde aber nicht den Punkt. Ich sehe die Wohne gar nicht da. Echt? Und dann müsst ihr nur ein paar Minuten. Aber du musst vorher schon sagen, wie das aussieht. Weil ich ja, ich sage immer süß oder nicht süß, Leute. Nico, du musst auch den Arm so ein bisschen raus. Ja. So schön entlang und dann so süß sich so ablehnen. Wie am ersten Schultag. Ich nicht kann das. Also Leute, jetzt bitte let's go. Ich kann nicht weiter rauskommen, sorry. Das ist perfekt, Nico, shit. Okay, ich zähle runter. 3. Oh Gott. Jetzt sieht Bombe aus, Mone. 3. Warte. 3, 2, 1. Das ist das Geilste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Können wir nicht noch ein paar Blitzbilder machen? Nein, ich meine, okay. Ein Ike hier. Ja, hast du recht. Vielleicht raus. Nee, okay. Das funktioniert. Und jetzt go. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es süß aushält. Ja, okay, gut, mach einfach natürlich, wie du denkst, dass es gut aussieht. Das ist natürlich. Das soll einfach süß natürlich sein. Ja. Genauso weiter, Leute. Die Crowd hinter euch, die feiert euch so übelst ab. Ihr seid auf jedem Insta-Bild. Ich kann nicht mehr. Ja, nein, mach noch ein paar Runden. Ja, schöne Posen. Du musst den Leuten das gerade richtig Futter geben. Peinlich. Hier ist halt die Plattform. Doppelkind, geht gar nicht. Kurz nach unten gucken. Ja, perfekt, Leute. Noch die letzte Runde Schuss. Ja, muss gereicht haben. Leute, wie krass ist das Licht bitte. Oh mein Gott, jetzt geht's gleich los. Wir haben gerade einen Sender eingestellt. Wir wussten gar nicht, dass es klappt, aber es hat funktioniert. Ich habe hier noch so eine süße Snackbox. Da vorne ist auch noch eine kleine Ranch. Genau, und auch noch eine leckere Limonade. Und dann geht's jetzt gleich los. So Leute, jetzt sind wieder ein paar Tage vergangen. Und zwar waren die letzten Tage ziemlich berstig, weil bei unserem Hund gab es halt so Probleme. Und es sind gerade immer noch Probleme, deswegen, ja. Aber wir wollten das Vlog, Sprachfehler, wollten den Vlog trotzdem jetzt noch beenden. Ich kann euch ja mal kurz die Situation zeigen. Und zwar, so, wir haben hier nämlich ein bisschen umgestellt. Unser Hund, der liegt da hinten auf Matratzen, man sieht ihn jetzt gerade gar nicht. Genau, auf jeden Fall beenden wir jetzt den Vlog. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leute, mir ist gerade noch beim Schneiden aufgefallen, dass wir noch ein paar Szenen gedreht haben von einem Haul, also so einen Secondhand-Haul. Genau, und die Szenen, die hängen wir jetzt einfach jetzt noch dran. So Leute, wir waren heute in Nürnberg und waren in ein paar Secondhand-Shops drin, was halt in Nürnberg noch einigermaßen machbar war. Ein bisschen einkaufen, es sind mehrere Lockerungen. Und zwar konnte man auch in fast jeden Laden reingehen. So deswegen. Ja, also es gab halt immer eine Beschränkung von der Anzahl der Menschen, die drin sein durfte. Aber in den Secondhand-Flohmarkt-Läden, da geht eh keine Sauerei. Deswegen musste man da nie irgendeine Begrenzung aushalten. Ja, und eigentlich waren wir nur in Secondhand-Shops. Und wir haben heute eigentlich richtig geile Funde gemacht. Und deswegen dachten wir... Es sind nicht viele, aber die wir haben, finden wir richtig geil. Und also es war ein wundervoller Tag und eigentlich hat alles geklappt. So, wir haben Sachen gefunden, die uns glücklich machen, Leute. Konsum macht glücklich. Wir haben gar nicht gedacht, dass wir was Geiles finden und deswegen also war es umso geiler. Das war Maries schönster freier Tag von der Arbeit. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal die Sachen. Wir fangen an. Jetzt zeigen wir erstmal die Dinger, oder? Wir zeigen erstmal das Geilste gleich am Anfang, Leute. Pass auf. Es war im Oxfam. Und zwar, Leute, so eine Säule. Es ist einfach, oh mein Gott, ist Gott. Geil. Und zwar mit so schön im Stuck, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, das sind so säulenartige Vasen. Bei mir hat es sogar noch so Rillen, so Kandeluren drin. Es erinnert an den englischen Garten und dann kommt da oben so eine Pflanze rein. Ja. Am besten sie so runter wächst und das sieht im Zimmer bestimmt richtig geil aus. Im Oxfam irgendwo gestanden beim Feuerlöscher. Ich hätte fast übersehen und Mone, wow, wie schön. Ich gucke so hin und es hat sowas Klick gemacht. Noch nie gesehen. Die Maria hat halt ein bisschen verspielter so. Leute. So um die 10 Pennies. Ja. Oh. So einfach nur ein Highlight, Leute. Und zwar sowas finde ich, habe ich noch nie gesehen. Deswegen. Das Lolligste war halt auch der Transport. Ne? Wir hatten schon ein paar Shoppingtaschen und haben wir das Ding hier rausgeschleppt, mussten einmal quer durch die Stadt laufen und haben es dann ins Auto getan. Aber Leute, das ist schon echt ein kranker Teil. Oh mein Gott, das ist ein Zimmer, wir sind happy. Ich finde absolut das geilste Deko-Tour, Marie, ganz vorsichtig. Ja. Genau, dann geht's weiter, Leute. Und zwar waren wir auch im Resales drin. Und da haben wir tolle Sachen gefunden. Und zwar hat Simone das für mich gefunden. Ich habe mich so verliebt, Leute. Und zwar so war das dann in dieser Schlafanzugabteilung. Das ist ein Schlafanzug-Oberteil. Kleid, also Kleid.
Leute, und zwar... Das ist so ein süßes blaues Dress. Es ist so hellblau mit weißen Pünktchen drauf, bisschen spitze. Und ich hab mich halt drin. Es ist so ein süßes Sommerkleidchen. Das wollte ich eigentlich haben, Marie. Absolut verliebt. Ja. Ist halt echt wahrscheinlich short, das aber... Das ist ja Größe 36, also es ist schon ein bisschen eng. Aber man kann es einigermaßen aushalten. Und jetzt, ich zeige jetzt Sachen und ja, da würdet ihr bestimmt denken, das ist das. Ja. Und ich weiß auch nicht, was es ist so. Aber ich hatte so eine Vision und zwar... Wir hatten einfach die Mut heute beim Secondhand-Shoppen. Das Ding ist, ich habe halt fast nichts gefunden. So, und dann habe ich halt in der Unterwäsche und Schlafanzugabteilung geguckt. Und dann habe ich diese Schlafanzugkleider gesehen. Und dann fand ich so, Marie, wenn man da auf so einem Gerstenfeld steht und dann so ein Kleid anhat, war es halt schon... Ich finde es auch in der Stadt, Vision, kann ich mir cool vorstellen. Ja, aber dann kam es, hat sich's ausgebaut und dann mit Sneakern einfach so ein random Schlafkleid. Ja, und zwar, es ist so mintgrün. Ja. Hat irgendwie so ein Paisley-Muster, oben ein bisschen spitze. Es ist halt einfach so ein Nachtkleid. Es sieht halt eigentlich eher aus wie so eine Omi. So. Im Mittelalter so eine Omi. Aber ich will so Fashion-like-Style, Leute. Vielleicht wird das ja der neue Trend. Vielleicht setze ich ja ein paar... Wir haben einfach eine neue Vision am Fashion-Himmel gesehen. Ja, und es ist halt schön blickdicht, weil ich habe noch eins gekauft. Da bin ich sogar Fan von. Ja, das ist so, das ist halt so ein rosa Nachtkleid, Leute. Das ist schon durchsichtig, oder? Das ist fucking durchsichtig, aber... Das ist halt auch wieder so ein Nachtkleid. Ich fand es so cute. Ist vor allem, shit, Leute. Wenn Mond ist im Alltag direkt in der Stadt oder sowas. Muss ich ja halt gucken, was ich drunter anziehe. Aber ich find's geil. Aber das ist das mit so, so Sneaker und so hohen Socken. Ja, ich kann es mir auch gerade vorstellen. Ich weiß, Mutti denkt sich wahrscheinlich auch, was ist das, aber... So, ich habe eine Vision gehabt. Dann habe ich noch was, einfach Unterwäsche, aber so was nicht sagen. Und ich habe eigentlich nicht viel, jetzt habe ich hier noch eine Ranch, Leute, nicht erschrecken. Und zwar hatte ich da eine neue Vision. Marie hat Bayern gefühlt. Ich wollte einfach so richtig bayerisch fühlen. Dann habe ich mir hier so ein möchtegern Dündel gekauft, was aber nicht so krass dündlich aussieht. Ja, weil ich finde Dündels ganz schrecklich, aber das finde ich süß. Sieht jetzt in der Kamera schon ein bisschen, weiß ich nicht, mittelalter. Ich finde es richtig süß. Aber ich habe es getragen und ich habe es gefühlt. Süße so Dorffeste. Halt schon ein bisschen eng so, aber ich habe überlegt, dass ich es vielleicht rausschneide und mein eigenes Oberteil drunter ziehe. Ja, aber das Überkleid finde ich einfach noch ultra cute. Spitz. Ich fand es einfach gefühlt, ich fand es süß. Ich kann es jetzt gerade schwer vorstellen, aber ja. Ja, Leute, dann habe ich halt noch so eine basic schwarze Hose angelegt. Ganz basic für 8 Pennies. So. Das hat alles um die 8 Pennies gekostet, meine Kleider. Und halt dann so eine Hose, einfach keine Ahnung. Ich habe sie angehabt die ganze Zeit, wenn ich die Kleider probiert habe. Und dann hat sie gefittet und dann dachte ich mir, ja. Und das war's eigentlich. Das war unser kleiner süßer Haul mit Teilen, die uns absolut überzeugt hat. Also Secondhand-Kram. Marie, glaube ich, noch was bei C&A gekauft. Ja, stimmt. Habe ich vielleicht auch noch zeigen, wenn ich... Jetzt war eine Jeans-Hose. Eigentlich auch eine Random-Story dazu, ja, Leute. Spaß, pack sie aus oder echt? Okay, ich fasse mich kurz. Und zwar war ich erst im H&M und habe mir so einen süßen Cardigan gekauft. Den dachte ich vielleicht zum Kleid, zu dem blau gepunkteten, dass man die dicken Arme nicht sieht. Oh mein Gott, als ob es diese typischen, dieses typische Cardigan ist. Den kannst du halt da vorne so ein bisschen zubinden. Das ist halt dieses, was gerade auch so ein bisschen... Ja. Trend ist. Genau. Also nichts Besonderes. Und dann, Leute, war ich noch im C&A und das Problem war, ich hatte mir alle Sachen ins Auto gebracht. Ja, also, Marie war allein im C&A. Dann war ich im H&M und hatte halt meine kleine Tasche dabei und habe halt da das H&M-Oberteil reingestopft so. Und dann... Es hat halt so rausgequillt, weil Marie es nicht richtig reingequetscht hat. Genau. Und dann habe ich schon gemerkt, wie die Frau, die da die Klamotten aufgehangen hat, gedacht hat, dass ich das vom C&A eingesteckt habe und jetzt rausschmuggeln möchte. Marie hat so Paranoia. Und ich habe mir dann im Kopf von diesem kompletten Film abgespielt und dachte, scheiße. Alles so. Genau, und denke, ich bin kriminell, obwohl ich ja nicht kriminell bin. Ne? Dann habe ich halt eine Jeans gefunden. Das ist auch nichts Besonderes, Leute. Habe ich noch nicht mal anprobiert, weil es waren keine Umkleidekabinen. Mir fällt halt so unten so richtig dick und fett. Ich bin mal gespannt, wie es sich die Schlaghosen. Auf jeden Fall stand ich dann in der Kasse und habe ich gemerkt, wie die Frau, die mich halt andauernd beobachtet hat, dann zu der Frau in der Kasse gesagt hat, die im hellblauen Pulli musst du beobachten. Maria Paranoia. Die hat da irgendwas in ihrer Tasche geklaut. Und ich hatte andauernd einen Film im Kopf und im Mund schon so, wie lange brauchst du noch um 10 Uhr? Und da war so eine fette, lange Schlange. Und ich so, Gott, war psychisch am Ende, dann bin ich vorne endlich angekommen. Hab dann halt die Hose zur Kasse da gegeben und dann habe ich halt auch gleich aus meiner Tasche da das weiße Cardigan auch noch mit hingegeben und der Frau den Kassenzettel auch noch so mitgegeben, dass sie gleich sieht, okay, das ist Maria und sie hat sich geklaut. Aber ich habe im Kopf schon wieder diese psychischen Filme geschoben. Komm, Leute, wäre ich halt noch dabei gewesen, die dachten bestimmt, so ein Marie so ein Gangster. So. Ja. Keine Ahnung, ich hatte ja das Make-up drauf, Leute, in der Stadt. Direkt so mal von Leuten auch schon manchmal besorgen, wie die geguckt haben. Die dachten alle, ich bin Krimineller. Die sind halt erschrocken, weißt du, was ich meine? Weil ich würde, glaube ich, im ersten Moment auch... Ja, es haben ein paar Leute was gesagt. Hallo, Werbung. Ich fand es schon eine LOL. Ich fand sie auch LOL. Ich fand es LOL, ja. Genau, Leute. Und das war jetzt unser kleiner, schöner, toller Tag. Mutti hat gerade das Fenster zugemacht. Wie auch von euch hat die Sachen gefallen, weil wir sind verliebt. Sie.